Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Red Dead Online Video von mir. In diesem Video werde ich alle momentan verfügbaren Repetiergewehre vergleichen und euch somit zeigen, welches das insgesamt beste der Repetiergewehre ist. Also lasst uns keine Zeit verlieren und direkt mit dem Video anfangen. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, werden wir die Bewertung jedes Gewehrs in 6 Rubriken aufteilen. Darunter fallen Munitionsfassung, Nachladezeit, Schussrate, Präzision, PvE-Tauglichkeit und PvP-Tauglichkeit. Dabei wird jede Rubrik von 1 bis 10 bepunktet, um somit auf ein Gesamtergebnis zu kommen, was dann den Durchschnitt aller Rubrikpunkte bildet. Zudem ist jede Waffe bis auf das Maximum geupgradet, damit wir wirklich von jeder Waffe die bestmögliche Leistung sehen können. Da der Repetierkarabiner mit 7 Schuss die kleinste Munitionsfassung hat, werden wir bei der Schussrate und Nachladegeschwindigkeit bei jedem Repetiergewehr 7 Kugeln als Richtwert nehmen. Klingt vielleicht komplex, ist in der Praxis aber einfach zu verstehen, deswegen lasst uns mit dem Repetierkarabiner loslegen. Der Repetierkarabiner hat 7 Kugeln, bis er nachladen muss und hat somit die kleinste Munitionsfassung von allen Repetiergewehren. Dafür hat er durch den magazinartigen Munitionswechsel eine enorm schnelle Nachladezeit von nur 1,93 Sekunden, was diesen Nachteil also wieder ein wenig ausbalanciert. Zudem feuert er in 4,23 Sekunden 7 Kugeln ab, was im Vergleich zu den anderen Repetiergewehren eine der höheren Schussraten ist. Aus der Hüfte geschossen braucht der Repetierkarabiner für 7 Kugeln insgesamt 3 Sekunden, das ist aber tatsächlich bei fast allen Repetiergewehren gleich, außer bei einer, welches das ist, erfahrt ihr später. Was die Präzision anbelangt, ist die Leistung des Repetierkarabiners hingegen mangelhaft. Nach einem Schuss können wir sehen, wie stark sich der Kreis unseres Zielpunktes weitet. Das zeigt eine enorme Streuung nach jedem Schuss, bedeutet, dass man für einen präzisen Schuss zu lange warten muss. Wenn wir uns dabei anständig bewegen, ist die Präzision natürlich dementsprechend schlechter, aber es ist noch möglich, was damit zu reißen. Katastrophal schlimm ist es also nicht, erfüllt also schon irgendwie seinen Zweck. Was jedoch PvP angeht, könnte die Waffe eigentlich in die Tonne kloppen. Ja, man kann damit Kills machen, nein, die Waffe ist kein kompletter Müll, aber die mangelnde Präzision, vor allem wenn ihr euch bewegt, wird euch immer ein Dorn im Auge sein, weil es Leute geben wird, die euch ganz einfach mit vielen anderen Waffen zerfleischen können. Mit der Waffe auf Headshots zu gehen, etwas was super wichtig ist im PvP, kann manchmal eine gewaltige Herausforderung sein. Ich meine, ich habe PvP-Erfahrung, aber wenn eure Konflikte so enden wie hier gerade, dann braucht ihr eine andere Waffe, auf jeden Fall. Im PvE hingegen kann man die Waffe auf jeden Fall gebrauchen. Wir sollten nicht vergessen, dass der Repetierkarabiner unsere Starterwaffe ist, denn also jeder und auf nahe und mittlere Entfernung kann die Waffe zumindest im PvP ordentlich rasieren. Das einzige Problem, was wir hier haben, ist die Munitionsgröße. Ich meine, ja, wir laden super schnell nach, aber im Gefecht kann das einen ganz schnell überwältigen. Erfüllt also seinen Zweck, gibt aber auch bessere Wahlen. Nachdem wir uns die Waffe also angeschaut haben, kommen wir nun zur Bewertung. 3 Punkte für die Munitionsfassung, 7 Kugeln sind einfach nicht genug, aber es könnte auch schlimmer sein. 9 Punkte für die Nachladegeschwindigkeit, 8 Punkte für die Schussrate, 5 Punkte für die Präzision, 2 Punkte für die PvP-Tauglichkeit und 6 Punkte für die PvE-Tauglichkeit. Addieren wir alle zusammen und teilen durch 6, weil 6 Rubriken, kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 5,5 Punkten. Für das Anfangsgewehr ist das okay, aber ihr solltet definitiv zu einer anderen Waffe wechseln. Kommen wir also zu unserer nächsten Waffe, nämlich dem Litchfield-Repetiergewehr. Die Litchfield hat insgesamt 16 Kugeln, die sie verschießen kann, bevor sie nachladen muss, was auf jeden Fall viel ist. Leider ist die Nachladegeschwindigkeit aber mit 2,98 Sekunden für 7 Patronen extrem langsam, die langsamste von allen Repetiergewehren übrigens, ist also genau das Gegenteil zum Repetierkarabiner, weil da hieß es Magazin klein, nachladen schnell. Auch die Schussrate ist die langsamste, hier sehen wir einmal den Vergleich, wir brauchen 4,76 Sekunden für 7 Schuss mit der Litchfield und das ist nun mal arschlangsam. Das Hüftfeuer hat die Standardschussfrequenz von 3 Sekunden pro 7 Schuss, das ist also wenigstens noch okay. Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug, kommt auch noch die Präzision ins Spiel, die ist nämlich absolut grottig. Ihr trefft wirklich nichts, nicht mal Vögel. Die Präzision ist hingegen, wenn ihr stehen bleibt, ganz gut, da könnt ihr auch ordentlich was wegballern. In dieser Story-Mission habe ich mich beispielsweise mit der Litchfield auf den Wagen gesetzt, damit ich quasi stehen bleibe und dabei schießen kann, aber wenn ihr euch auch nur ansatzweise bewegt, habt ihr aus dem Nichts die Präzision eines besoffenen Stormtroopers mit Hornhautverkrümmung. Ich meine, schaut euch alleine mal an, wie groß der Ring wird, wenn wir nur einmal schießen und für den zweiten Schuss muss man echt enorm lange warten, definitiv zu lange, egal ob PvP oder PvE, ist auf jeden Fall nicht gut. Und da wir schon bei PvP sind, die Litchfield ist für PvP wirklich absolut unbrauchbar. Ihr habt null Präzision, selbst geduckt habt ihr eine Kackpräzision, ihr könnt höchstens stehen bleiben und hoffen, dass ihr mit dem ersten Schuss trefft. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr so gut wie geliefert, außer euer Gegner benutzt auch eine Litchfield. Ungelogen, ich wurde so hart rasiert, dass ich meinen Bart drüber weggeschmissen habe. Lohnt sich wirklich gar nicht, könnt ihr komplett vergessen. Leider sieht es da im PvE auch nicht wirklich besser aus. Ihr verfehlt ständig, manchmal sogar, wenn der Gegner ein paar Meter vor euch steht. Ihr schießt da also komplett vorbei und da ihr warten müsst zwischen den Schüssen, um wenigstens einen halbwegs präzisen Schuss zu landen, bringt einem auch die hohe Munitionsfassung nichts mehr. Hin und wieder könnt ihr aber einige Glückstreffer landen und die hohe Durchschlagsrate der Waffe macht das minimal wieder wett. Kommen wir aber nun zur Bewertung der Litchfield. 7 Punkte für die Munitionsfassung, 4 Punkte für die Nachladegeschwindigkeit, 3 Punkte für die Schussrate, tut mir leid, 1 Punkt für die Präzision, tut mir leid, 1 Punkt für die PvP-Tauglichkeit und 2 Punkte für die PvE-Tauglichkeit. Wir addieren wieder alles zusammen, wir dividieren durch 6.
6 und komme auf eine Gesamtpunktzahl von 3,0 Punkten. Ich würde euch wirklich sehr stark von der Litchfield abraten. Ich weiß, dass die Werte anscheinend sehr gut sind, aber das kann man absolut nicht an der Waffe ablesen. Laut Werten müsste die Litchfield das beste Repetiergewehr im Spiel sein, aber davon ist es absolut weit entfernt. Deswegen skippt die Waffe, kauft sie nicht, braucht ihr wirklich nie. So viel zu Litchfield, kommen wir also nun zu unserer nächsten Waffe, nämlich dem Evans Repetiergewehr. Das Evans Repetiergewehr fasterte 26 Kugeln, das ist wirklich enorm viel, nur leider ist die Nachladegeschwindigkeit ein wenig langsam. Wir sind aber, wie man hier jetzt sehen kann, mit 2,85 Sekunden einen Ticken schneller als die Litchfield und bei der Magazingröße sollte das eigentlich nichts ausmachen. Zugegeben, auch die Schussrate ist mit 4,57 Sekunden pro 7 Schuss nicht sonderlich hoch. Natürlich immer noch besser als bei der Litchfield, das könnt ihr hier ja auch am Vergleich direkt sehen, aber der Repetierkarabiner ist da immer noch deutlich schneller, ist also eher ein Makel an der Waffe. Aus der Hüfte geschossen sind alle drei bislang präsentierten Repetiergewehre genau gleich schnell. Das Evans braucht dann nämlich auch 3 Sekunden für 7 Schuss. Dafür ist aber die Präzision ganz gut. Der Ring geht nicht sonderlich weit auf, bedeutet wir haben keine allzu hohe Streuung. Der Ring schließt sich auch sehr schnell, heißt wir können in einer schnelleren Frequenz präzise Schüsse abgeben und selbst wenn wir uns hin und her bewegen, ist es immer noch möglich damit gute gezielte Schüsse abzugeben. Obwohl ich sagen muss, dass es relativ schwer ist jemanden zu treffen, wenn man sich schnell bewegt, aber das ist bei vielen Waffen der Fall und solange es sich nur auf das schnelle Bewegen bezieht, ist das noch okay. Im PvP kann man die Waffe auf jeden Fall benutzen, Headshots sind damit auf jeden Fall machbar und ihr könnt euch vernünftig zur Wehr setzen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich an die Waffe zu gewöhnen, aber wenn man sie einmal erlernt hat, hat sie definitiv ihren Nutzen. Auch gegen NPCs im PvE ist die Waffe super nützlich und durch 26 Kugeln, die ihr, bevor ihr nachladen müsst, verschießen könnt, ist die Nachladegeschwindigkeit auch erstmal egal. Und selbst wenn ihr nachladen müsst, habt ihr bis dahin meistens schon so viele der Gegner dezimiert, dass das relativ egal ist. So viel dazu, kommen wir nun zu der Bewertung des Evans Repetiergewehrs. Das Evans ist auf jeden Fall eine ganz gute Waffe, deswegen 10 Punkte für die Munitionsfassung, ganz klar. 6 Punkte für die Nachladegeschwindigkeit, 5 Punkte für die Schussrate, 8 Punkte für die Präzision, 8 Punkte für die PvP-Tauglichkeit und 9 Punkte für die PvE-Tauglichkeit. Addieren wir alles zusammen und dividieren am Ende, kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 7,6 Punkten. Das Evans Repetiergewehr ist wirklich gut und mit der passenden Schussrate und Nachladegeschwindigkeit wären eigentlich alle Schwächen beseitigt. Leider musste ich aber genau deswegen ein paar Punkte abziehen. Kommen wir aber nun zu unserer letzten Waffe, nämlich dem Lancaster Repetiergewehr. Das Lancaster Repetiergewehr fasst insgesamt 14 Kugeln und ist somit knapp hinter dem Litchfield Repetiergewehr. Die Nachladezeit der Waffe beträgt bei 7 Kugeln insgesamt 1,98 Sekunden, ist also minimal langsamer als der Repetierkarabiner. Da hier die Kugeln aber sogar einzeln nachgeladen werden, ist das absolut akzeptabel. Die Schussrate der Lancaster ist mit 4,2 Sekunden bei 7 Schuss minimal schneller als bei der Repetierkarabiner. Was jedoch die Waffe herausstechen lässt, ist der Hüftschuss, nämlich ist das Lancaster das einzige Repetiergewehr, was für 7 Schüsse aus der Hüfte nur 2,76 Sekunden statt 3 Sekunden braucht. Bedeutet, dass diese Waffe in beiderlei Hinsicht schneller ist als die anderen Repetiergewehre. Auch die Präzision ist den anderen Repetiergewehren weit überlegen. Der Kreis weitet sich nur minimal, zudem geht zwischen den Schüssen der Kreis auch mega schnell zu, selbst bei schnellen Bewegungen. Somit hat er die Möglichkeit, auch bei größter Action und Bewegung immer noch präzise Schüsse abzugeben. Wenn wir das Ganze mal mit dem Evans Repetiergewehr vergleichen, sehen wir den Unterschied und dass das Lancaster da ebenso die Nase vorn hat. Was PvP anbelangt, ist die Waffe die reinste Headshot-Maschine. Durch die hohe Präzision fällt es einem extrem leicht, andere Spieler zu erschießen und ihr verteilt wirklich Headshot nach Headshot nach Headshot. Da ihr schon noch aktiv bewegen könnt, während ihr schießt, ist das Lancaster den anderen Repetiergewehren im Bereich PvP deutlich überlegen. Die Reichweite ist da auch echt komplett egal. Ihr könnt so unglaublich präzise schießen, dass ihr manchmal, wenn ihr gut seid, weit entfernte Ziele per Kopfschuss ausschalten könnt. Auch im PvE ist die Waffe sehr gut. Wie im PvP könnt ihr hier alles wegnatzen, was euch in die Quere kommt. Das einzige minimale Problemchen, wenn man es denn so nennen kann, sind die 14 Patronen, die einem vielleicht zu schaffen machen könnten. Aber bei der Nachladegeschwindigkeit ist das eigentlich auch absolut kein Problem. Kommen wir aber nun zu der Bewertung. Das Lancaster Repetiergewehr ist zu gutem Grund eine der beliebtesten Waffen in Red Dead. Deswegen 6 Punkte für die Munitionsfassung, 9 Punkte für die Nachladezeit, 10 Punkte für die Schussrate, 10 Punkte für die Präzision, 10 Punkte für die PvP-Tauglichkeit und 9 Punkte für die PvE-Tauglichkeit. Daraus ergibt sich eine Gesamtpunktzahl von satten 9,0 Punkten. Ist verdient viel, das Lancaster Repetiergewehr benutze ich schon sehr lange und kann mich auch nicht wirklich beschweren, weil es meiner Meinung nach die perfekte Allzweckwaffe ist. Hier könnt ihr nochmal alle Vor- und Nachteile jeder Waffe sehen, dass ihr nochmal einen schönen Überblick bekommt, was meine Gründe für die Bepunktung waren, was war gut, was war schlecht, pipapo. Ich weiß übrigens, dass es Leute gibt, die das Evans Repetiergewehr lieber spielen als das Lancaster Repetiergewehr. Wenn du so einer bist, dann schreib doch bitte gerne mal in die Kommentare, warum du das machst, würde mich nämlich sehr gerne interessieren. Abgesehen von der cooleren Nachladeanimation und dem besser klingenden Gunfire, habe ich nämlich nie einen Grund gesehen, das Evans dem Lancaster vorzuziehen, aber wenn du das anders siehst, kannst du deine Meinung gerne teilen. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video, war deutlich aufwendiger als alle meine Videos davor, hat mich auch ordentlich Zeit gekostet,
aber es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich euch mit dem Video unterhalten konnte. Ansonsten werde ich wieder in die Kommentare schreiben, ob die Eventwoche ein Let's Talk würdig ist. Sonst wird am Donnerstag ein anderes Video kommen. Ich weiß noch nicht was, lasst euch da einfach überraschen. Wenn aber kein Let's Talk kommt, kommt definitiv etwas anderes. Ansonsten wird es jetzt auch zusätzlich jeden Samstag und Mittwoch neue Stronghold Crusader Folgen geben. Ich produziere aber gerade sehr viel vor, damit ich wieder mehr Zeit habe für Red Dead, damit wieder, wie ich das damals durchgezogen habe, 3 Red Dead Videos pro Woche kommen können. Ich denke, das Ganze dauert noch circa einen Monat und dann sollte das geritzt sein. Ich will aber nichts versprechen, mal gucken, wie das weitergeht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, amen akoim und bis zum nächsten Mal.